Hallo und herzlich willkommen zur Tutorial-Reihe für Primitive Plus. Ich werde euch heute ein paar erste Schritte zeigen, was man alles so beachten muss, wenn man mit Primitive gerade anfängt und was es zu beachten gilt eben auch. Denn da gibt es ein paar Kniffe und Tricks, die ganz nützlich sein können. Vorab. Ich bin hier im Singleplayer von Ark auf der Island Map und bin jetzt selber Level 20. Also ganz so die allerersten Schritte zeige ich euch jetzt nicht, aber eben die ersten Schritte zu Primitive. Dazu habe ich nämlich auch so gut wie gar nichts gelernt bisher. Und da hier die Engramme so schön nach Level nummeriert sind, kann ich euch auch direkt zeigen, wann ihr was von Primitive lernen könnt. Ab Level 5 gibt es das erste Engramm dazu. Pitchfork, die Mistgabel. Ebenso Woodpost Fence und Small Stone Fence. Also einen kleinen Holzzaun und einen kleinen Steinzaun. Lerne ich alles dreimal, denn ich möchte es euch natürlich auch zeigen. Das nächste Primitive-Relevante gibt es dann erst wieder auf Level 8. Stone Hunting Knife. Da gibt es als Voraussetzung, dass man die Steinaxt gelernt hat. Das habe ich hier ganz vergessen nachzusehen. Nein, diese drei könnt ihr direkt lernen, ohne ein anderes Engramm zu lernen. Hier braucht ihr eben, wie gesagt, die Steinaxt. Das Stone Hunting Knife ist vor allem zum Sammeln geeignet, wenn man ein Tier umgebracht hat. Und nicht unbedingt zum Jagen selber. Ich würde die Dinge jetzt auch direkt mal herstellen wollen. Muss mal kurz nachschauen. Fasern, Holz und Stein. Holz, Fasern, Holz, Stroh. Okay, das sollte ich alles da haben. Hoffe ich. So. Und Stroh noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, brauchte ich Feuerstein? Bin mir nicht mehr so sicher. So, dann mache ich mal ein Stone Hunting Knife, einen Wooden Fence und eine Pitchfork. Eine wunderhübsche Mistgabel. Die Mistgabel ist so ein bisschen der, ja, primitive Speer, sage ich mal. Stimmt so direkt nicht, aber ich finde, man kann es durchaus mit einem Speer vergleichen. In der Beschreibung steht bei der Mistgabel zum Beispiel auch dabei, dass es ein bisschen mehr Schaden macht als der normale Speer. Und so sieht sie aus. Da fällt mir auf, ich habe noch das Fadenkreuz aktiviert. Sollte ich im Singleplayer mal ausmachen. So, ich kann ja mal zeigen, wie sie aussieht, wenn man sie so in der Hand hält. Ich finde, ist sehr stattlich. Ich habe hier irgendwo noch ein Dodo rumlaufen gehört. Da. Kann man eben normal schlagen, aber man kann sie auch werfen. Oh. So. Tada. Und dann lässt sie sich auch wieder aufsammeln, aber eben nicht immer. Sie hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie kaputt geht. Und mit dem Stone Hunting Knife lässt sich jetzt gut Leder sammeln. Das habt ihr jetzt beim Dodo nicht direkt gesehen, denn man sammelt bei Dodos im Primitive vor allem Federn. Aber wäre es jetzt ein normales kleines Tierchen gewesen und kein Vogel, dann gäbe es ordentlich Leder. Ich kann mal schauen, ob ich hier spontan was finde. Ich möchte jetzt auch nicht zu lange dann damit verbringen, durch die Gegend zu rennen und zu jagen. Und einen Trike. Wie er hier bei mir rumläuft, würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern angreifen wollen. Mit nichts anderem außer einer Mistgabel bewaffnet. Ja, tatsächlich sehe ich nichts Lebendes hier. Alles tot. Nee, auch hier ist kein Lustro oder so. Die sind dafür eigentlich ganz gut geeignet, weil sie an sich auch schon ordentlich Leder geben. Können so 10 Leder aus dem normalen Lustro rausgeholt werden, wenn man eine Steinaxt zum Beispiel verwendet.
Und mit dem Stone Hunting Knife ist da eben eine viel höhere Produktion möglich. So, dann die Zäune. Die baue ich einfach mal hier so hin. Kann man platzieren und drehen. Und sehen eigentlich auch ganz cool aus, haben aber den Punkt, wie man hier schön sieht, sie schweben in der Luft, so wie auch einige der Standardstrukturen von Ark. Man kann sie nur abreißen, sie sind also nicht wieder aufhebbar. Aber sie haben eben einen Vorteil zu den ja, normalen Zaunmöglichkeiten, die Ark bietet. Sie brauchen keine Foundation und man kann sie völlig variabel platzieren. Wenn ich hier den Steinzaun zum Beispiel habe, der klippt hier nicht an oder so. Ich kann ganz frei einfach sagen, okay, ich würde gerne in diesem Winkel, dass der Zaun weitergeht. Und voilà, kein Problem. Hier hängt es jetzt zwar ein bisschen arg ineinander, aber das kann man eben auch alles ja so machen, wie es einem selbst am besten gefällt. Und das finde ich sehr praktisch. Also gerade die Steinmauern finde ich dafür richtig gut geeignet. Die Holzzäune finde ich auch optisch schön, aber die haben eben das Problem, dass sie wirklich sehr schnell schweben. Bei den Steinmauern ist mir das noch nicht so aufgefallen. Über beides lässt sich problemlos drüber springen. Huch, problemlos, sagte ich. Hat dadurch auch den Nachteil, Dinos können drüber laufen. Also auch zum Beispiel ein Para. Der könnte da auch drüber laufen. Ich besitze leider keinen und kann euch das nicht zeigen. Aber ihr müsst mir das einfach glauben. So, das sind im Prinzip die ersten Engramme von Primitive, mit denen man in Kontakt kommt. Und das nächste Engramm auf Level 9 ist dann das Storage Barrel, also ein Lagerfass. Und da wird man zum ersten Mal von Primitive ein bisschen enttäuscht. Obwohl das Fass selber ziemlich geil ist. Aber man braucht dafür Metallbarren. Einen Metallbarren, damit man dieses nette Fässchen hier auch bauen kann. Und bis Level 9 hat man noch gar keinen Metallbarren und kann auch noch keinen herstellen. Erst ab Level 20. Hier, mit dem Schmelzofen. Standard-Schmelzofen. Deswegen gibt es auch erst jetzt das Tutorial-Video dazu, jetzt wo ich Level 20 bin und euch eben auch das Fässchen zeigen kann. Denn ich finde, es ist zwar eines der Engramme, die man eben erst mit Level 20 wirklich effektiv nutzen kann, aber es ist auch eins der Engramme, die ich persönlich am nützlichsten finde. Und deshalb habe ich hier auch schon einige gebaut. Hier stehen zum Beispiel zwei, ich glaube, nee, hier drin habe ich keins mehr, aber hier steht noch eins neben dem wunderhübschen Schmelzofen. Die Besonderheit ist, es gibt mehr Slots als in der normalen Kiste. Ich kann euch ja mal eine Kiste bauen, wenn ich dafür die Materialien habe. So. Man muss fürs Fass leider auch die Kiste selber lernen und mitnehmen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da schaue ich lieber noch mal kurz nach, bevor ich euch was Falsches sage. Nee. Kann man so bauen. Wofür habe ich dann die Kiste? Ach so, ja, weil ich eben so lange nichts anderes bauen konnte. Ich war gerade unsicher, weswegen ich die Kiste überhaupt gelernt habe. Aber man kommt eben nicht drum rum, weil man, wie gesagt, erst mit Level 20 das Fass nutzen kann. So, hier haben wir jetzt die nette Kiste. Und ich kann daneben einfach mal ein Fass platzieren. So. Ich finde zum einen eine Mischung aus beidem bringt richtig angenehm Abwechslung ins Spiel. Und zum anderen hat man hier, wie man sieht, 0 von 15 Slots und hier 0 von 18 Slots. Es sind nur drei mehr, aber die machen einen Unterschied, finde ich. Das größte Argument ist aber meiner Meinung nach dieses hier: Aufheben. Man kann es einfach aufheben und woanders neu platzieren und umplatzieren. Das ist besonders am Anfang sehr nützlich, wie ich finde, weil man eben sein Lager anfängt zu bauen, so wie ich hier jetzt mit noch nicht so wirklich fertig und nur die Foundations stehen und so. Und man fängt eben an damit und dann kann es sein, dass man es mal abreißen muss oder vergrößern muss und plötzlich müssen die Schränke anders platziert werden oder die Kisten und muss eben alles abreißen und neu bauen. Mit den Fässern nun mal nicht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Aber wie gesagt,
erst ab Level 20. Vorher, wenn man sie sich ja angeeignet hat und sie gelernt hat, ist es ein bisschen umsonst gewesen. Leider, leider. Ab Level 10 wird es dann, wie soll ich sagen, richtig interessant. Denn die Lumber Station kommt dazu, ebenso wie Lumber allgemein. Außerdem ein Nachttischschränkchen und eine andere Variante des Nachttischschränkchens. Und die große Variante von dem kleinen Steinzaun, den ich euch gerade gezeigt habe. Außerdem kann man eine Lumber Wall bauen jetzt. Alles samt sehr cool. Hier ist die Lumber Station. Habe ich schon mal gebaut. Ist auch schon komplett voll mit Lumber. Aus dem einfachen Grund, es ist zum Aufleveln sehr praktisch. Und man kann nie genug Lumber haben. Letztlich funktioniert es so, dass man eben Holz hier reinwirft. Dann das Lumber, was man eben gerade gelernt hat, herstellt ganz normal. Und dann produziert sich nach und nach Lumber. Lumber ist aber halt auch, ja, nicht so leicht zu transportieren, wobei es inzwischen besser ist mit 100 Lumberstücke für 25. Das war zwischenzeitlich deutlich höher und man brauchte viel, um die einzelnen Dinge herzustellen. Ich nehme mal 100 raus und schaue mir an, was ich für die Lumberwand eigentlich brauche. Noch mehr Stein. Haben wir da noch was? Ich hoffe doch. Ja. So, dann baue ich eine Lumberwand und ihr seht, sie braucht 40 Lumber, nein, 60, Verzeihung, mein Fehler, 60 Lumber für eine einzige Wand. Da muss man echt ordentlich produzieren. Deswegen fange ich damit immer möglichst früh an. Außerdem haben wir hier dann das Nachttischschränkchen und das andere Nachttischschränkchen benötigt ebenfalls Lumber. Man kann es also direkt einsetzen, was man sich hier angeeignet hat. Ist nicht genug? 4 Stück zu wenig. Ach so, 4 Stück, nicht 1. Wird auch produziert. So. Das heißt, wir haben die Wand und die beiden Schränkchen. Und habe ich genug Stein für die große Steinmauer? Ja. Sehr schön. So. Dann zeige ich euch einmal die große Steinmauer. Wie der Name es schon verrät, es ist einfach nur die große Variante der kleinen Steinmauer. Aber ich finde, sie passt richtig gut dazu, wenn man das aneinander baut und ermöglicht eine sehr freie Gestaltung vom Tiergehege. Ich finde das richtig toll. Also von den Steinmauern bin ich ein Riesenfan. Finde ich einfach praktisch. Denn all die Unebenheiten, die es im Boden vielleicht gibt und etwaige ja, Winkelprobleme, die man mit normalen Zäunen und Zaunfoundations vielleicht hat, hat man mit denen eben nicht. Dann gibt es hier einmal die Wand. Ich überlege gerade, möchte ich eigentlich eine Lumberwand überhaupt haben? Ich platziere sie einfach mal. Schön hinter der Kiste. Tada! Die Lumberwand. Ist an sich nichts Besonderes, außer eben von der Optik. Und ich persönlich finde die Optik sehr cool. Wer meine alte Primitive-Reihe, das Let's Play zu Primitive Plus verfolgt hat, weiß ja auch, wie Lumber früher aussah. Da haben sie auch einiges noch gemacht und eventuell wird da auch noch ein bisschen was dran geschraubt und geändert, weiß man ja nicht. Werde ich euch aber natürlich alles zeigen, falls es irgendwelche Primitive Updates geben sollte. Dann einmal die Schränkchen haben wir hier. Tada! Ich finde jetzt persönlich, sieht es nicht so toll aus. Sieht ein bisschen arg nach Oma aus, meiner Meinung nach. Hat auch leider nur 10 Slots, aber hat den Vorteil, lässt sich aufheben. Auch das lässt sich aufheben. Finde ich persönlich sehr praktisch. Die dritte Variante, ich stelle die mal, ja, passt die daneben noch hin? Ja, sehr schön. So, dieses Nachttischschränkchen hingegen finde ich recht schick. Also das kann man sich ruhig neben's Bett stellen, meiner Meinung nach. Hat aber auch nur 10 Slots, lässt sich aber ebenfalls aufheben.
Und das finde ich eigentlich auch eine recht nette Abwechslung. Und man kann sich eben entscheiden, ob man lieber dieses Holzschränkchen haben möchte oder eben das Holzschränkchen mit dem Vorhang. Da hat man freie Entscheidungsmöglichkeiten. So, bei der Lumberwand. Normalerweise ist es ja so bei Stroh, Holz, Stein und dann später auch bei den Metallstrukturen, die man bauen kann, dass man die nach und nach alle lernen kann und eben direkt mit dem Level, mit dem man das erste Element lernt oder freischaltet, auch ein paar andere Elemente direkt freischaltet. Bei Lumber ist es so, man hat am Anfang wirklich nur die Wand. Wenn man also ein hübsches, zusammenpassendes Gebäude sich zimmern möchte und das eben komplett aus Lumber bestehen soll, sollte man ein bisschen warten, dass man diese Lumberwand überhaupt lernt. Denn da gäbe es vielleicht noch andere sinnvolle Dinge, die auch gelernt werden wollen. Ich schaue jetzt einfach nur mal kurz, ob ich euch für Level 10 alles gezeigt habe. Nein, denn eine Sache habe ich nämlich auch schon gelernt: Preserving Campfire. Das ist ja angenehm, dass es das auf Level 10 schon gibt, denn das ist die Räucherkammer im Prinzip. Die wunderhübsche, primitive Räucherkammer. Und zwar auch so, wie man sich eine Räucherkammer vorstellen würde, wenn man gerade hier mit ein paar Hühnern und einem Strohhäuschen am Strand gelandet ist. Also Hühner. Verzeihung. Dodos, selbstverständlich. Oh, Eier. Ah, oh, naja, ich sammle alles auf. So, denn so möchte ich mein Fleisch ehrlich gesagt räuchern. Und meinen Fisch. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Deshalb habe ich die auch sofort gelernt und gebaut. Man möge es mir verzeihen. Denn normalerweise die Standard-Räucherkammer lernt man deutlich später. Ich habe das gerade nicht im Kopf und muss mal nachschauen, ob ich sie überhaupt schon lernen kann. Theoretisch. Sieht nicht so aus, oder habe ich sie übersehen? Hier, mit Level 26. Das ist ein Unterschied. Ein riesiger. Man hat eben auch 20 wunderhübsche Slots hier drin. Also jetzt nicht so die Riesenauswahl. Ist relativ klein, aber völlig ausreichend. Und gerade für den Anfang finde ich es halt super. Da man direkt seine Eier sammeln kann und auch sein Fleisch frisch halten kann und eben nicht so lange warten muss bis Level 26. So. Das sind die Engramme, die man bis Level 10 alle lernen kann und im Falle des Fasses ab Level 20 bauen. Die anderen Engramme von Level 10 bis Level 20, die ich jetzt ja auch schon lernen kann und euch dadurch zeigen kann, werde ich euch im nächsten Part vorstellen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Lasst euch nicht zu so sehr frustrieren, dass es am Anfang sehr schleppend losgeht mit Primitive. Die ganzen primitiven Elemente kommen mit der Zeit und machen mit der Zeit auch richtig viel Spaß. Besonders die Zäune. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!